So, es wird spannend, meine Damen und Herren. Kommen wir zu den zentralen Fragen des heutigen Abends. Wie haben die Ärzte gewählt? Welche Unternehmen stehen in der Gunst der Facharztgruppen ganz weit oben? Welche Arzneimittelhersteller dürfen sich künftig zu den Besten in Deutschland zählen? Wie gesagt, in den 10 Umschlägen, die mir im Augenblick nicht zur Verfügung stehen, stecken die Antworten drin. Aber ich habe natürlich für ein Backup gesorgt. Unterstützt werde ich übrigens bei der Verleihung von Darina Hatunova, die ich ganz herzlich auf die Bühne bitten darf. Sie ist, wenn Sie so wollen, die Hüterin der Pharma-Oscars, so hat nämlich die Nachrichtenagentur Reuters einmal die goldene Tablette genannt. Wir beginnen mit den Gynäkologen. In dieser Fachgruppe, meine Damen und Herren, stand in den letzten Jahren immer nur ein einziges Unternehmen auf dem Treppchen ganz weit oben, nämlich Jena Pharm. Das Unternehmen gewann seit 2003 5 goldene Tabletten in Folge. Ob der Seriensieger in diesem Jahr in Gefahr ist, das wollen wir jetzt klären. Auf Platz 3 steht einer der größten deutschen Generika-Hersteller, nämlich die Hexal AG aus Holzkirchen. Sie schafft es zum ersten Mal unter die ersten 3 in der Gruppe der Frauenärzte, und zwar mit 5,3% aller Stimmen. Sie können übrigens die Zahlen, die ich nenne, alle hier auf der Leinwand verfolgen. Auf Platz 2 Bayer Vital. 20% der befragten Ärzte votierten für den Hersteller aus Leverkusen. Wir haben übrigens wegen der Übernahme von Schering durch Bayer diesmal die Stimmanteile der beiden Unternehmen addiert. Es hat trotzdem wieder für Jena Pharm gereicht. Mit 42% aller Nennungen unangefochten, meine Damen und Herren, an der Spitze. Die goldene Tablette 2008 geht an den Titelverteidiger. Und für Jena Pharm darf ich Lothar Fischer auf die Bühne bitten. Er ist bei Jena Pharm verantwortlich für das Marketing, den Vertrieb und den Außendienst. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sie haben es sich verdient. Das will ich meinen. Bitte einen kurzen Blick zu den Fotografen. Dann darf ich Ihnen das gleich wieder aus der Hand nehmen. Schade. Sie bekommen dafür allerdings ein Mikrofon. Danke. Ein Seriensieger. Erstens mal, wie fühlt man sich? Und zweitens, was machen Sie besser als die Konkurrenz? Haben Sie eine Antwort darauf gefunden? Nein, das mit dem Seriensieger, das höre ich nicht gerne, weil ich weil Sie Angst haben, dass Sie im nächsten Jahr keinen Preis bekommen. Nein, ich denke, wir sind sehr beständig. Wir haben exzellente Mitarbeiter im Vertrieb, wie innen wie außen. Und wir sehen in unseren Ärzten einen Partner, das Wort ist heute sehr oft gefallen. Wir arbeiten sehr konzeptionell mit unseren Ärzten. Und natürlich haben wir auch Produkte und wir haben auch exzellente Produkte. Aber der Fokus ist auf den Mitarbeiter und auf den Arzt gerichtet, auf diese menschliche Komponente. Es gibt auch einen Verkauf mit Herz, Verstand und Seele. Und ich denke, das ist unsere Philosophie, die uns über all die Jahre nach oben bewegt und das richtige Konzept, das Unternehmertum, Gynpraxis weiterzuentwickeln. Ein paar Worte noch zum ersten Preis. Ja, es ist einfach gigantisch. Es ist toll. Nein, es ist einfach toll und ich möchte mich vor allen Dingen bei den Organisatoren ganz, ganz herzlich bedanken, dass sie sowas ins Leben gerufen haben, denn es hat uns begleitet auf unserem Weg. Ja, es ist einfach toll, vielen Dank. Und ich möchte diesen Rahmen auch nutzen, um auch einen Riesendank an die tolle Truppe von Jena Pharm in den Raum zu geben. Das sind einfach ganz tolle Menschen und Kolleginnen und Kollegen. Sie haben mit Ihren Dankesworten die Latte ganz weit oben gesetzt für all diejenigen, die jetzt nachfolgen werden. Ich danke, dass Sie zu uns auf die Bühne gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch noch einmal und hier der Preis. Vielen Dank. Bitteschön.